Yo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video haben wir mal wieder viele Themen vor uns. Erstens, die Beantwortung der Frage, wieso wurden die Peyote-Pflanzen aus dem Spiel rausgenommen? Zweitens, was passiert morgen in GTA Online? Und drittens, gibt es neue Informationen zum nächsten DLC in GTA Online? Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ihr merkt, wir haben heute viel zu tun, daher labern wir jetzt auch gar nicht mehr ewig herum. Ihr lasst auch schnell ein Abo da, um nichts mehr rund um GTA zu verpassen. Und damit wir die 100.000 Abonnenten demnächst hoffentlich mal erreichen. Und jetzt würde ich sagen, haben wir auch genug rum erzählt. Lasst uns direkt mal mit dem Video starten. Let's go! Jeder hat sie mitbekommen und sie gefeiert. Die Peyote-Pflanzen, welche mit dem Casino-DLC ins Spiel kamen und mit dem Halloween-Special 2019 veröffentlicht wurden. Für die von euch, die vielleicht im dunklen Wald leben und das deswegen nicht mitbekommen haben, mit dem Halloween-Special hat Rockstar Games die Peyote-Pflanzen aus dem Story-Modus in den Online-Modus gebracht. Wenn man diese gegessen hat, hat man sich in ein Tier verwandelt. Das Ganze war schon eine ziemlich coole Sache und es war nach langer Zeit endlich mal wieder was wirklich Neues in GTA. Versteht mich nicht falsch, neue Autos sind auch cool, aber das sind Sachen, die gibt es eben nicht jede Woche. Das ist einfach mal was wirklich anderes und neues Auto bekommen wir in der Regel jede Woche. Naja, nach 2 Wochen hatte das Ganze dann aber auch schon wieder ein Ende gefunden, denn Rockstar Games hat diese wieder aus dem Spiel rausgenommen. Und das ohne irgendetwas zu sagen. Weder auf dem Newswire gab es einen Post, noch gab es einen Eintrag in den Patch Notes. Es gab wirklich gar nichts, sie waren einfach weg. Das Ganze hat natürlich zu wilden Spekulationen geführt. Die einen haben gesagt, das Ganze war nur ein Event, ein Halloween-Event und Rockstar Games hat nur nicht ordentlich kommuniziert und gesagt, okay, die Sachen werden nach Halloween wieder rausgenommen. Dann gibt es die anderen, die gesagt haben, die wurden alle wieder rausgenommen, weil sie noch zu verbuggt waren und sie kommen bald wieder, vielleicht mit dem Dezember-DLC oder so. Irgendjemanden war das Ganze dann aber zu viel und er dachte sich, komm, schreiben wir doch einfach mal dem Rockstar Support. Und dieser hat auch geantwortet und folgendes geschrieben. Danke für die Kontaktaufnahme mit dem Rockstar Support. Wir verstehen, dass die Peyote-Pflanzen nicht mehr in Free Roam verfügbar sind. Wir wollen Sie informieren, dass die Peyote-Pflanzen dem Online-Modus infolge des Casino-DLCs hinzugefügt wurden als Teil des Halloween Surprise. Seit dieses Event zu Ende ist, solltest du die Pflanzen nicht mehr sehen können. Das war am 14. November 2019. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Mit freundlichen Grüßen, Carlos vom Rockstar Support. Okay, und hier haben wir im Prinzip jetzt auch schon die Antwort, warum die Peyote-Pflanzen weg sind. Das Ganze hat eben nur was mit dem Halloween-Special zu tun. Das Ganze hat nichts mit einem Bug zu tun, der behoben werden soll. Das Ganze hat nichts mit, was weiß ich, irgendwas zu tun. Das Ganze wird eben nur an Halloween released. Das ist im Prinzip sowas wie der Schnee an Weihnachten beim Festive Surprise. Wenn ich jetzt eine Aussage tätigen müsste, würde ich sagen, dass wir die Peyote-Pflanzen nächstes Jahr an Halloween wieder erwarten dürfen. An der Stelle muss man aber auch anmerken, dass der Rockstar-Support gar nicht Rockstar selbst ist. Die meisten Firmen oder die meisten großen Firmen beauftragen externe, kleinere Firmen damit, ihren Support zu übernehmen. Rockstar gibt dann Infos weiter an die Support-Mitarbeiter von den anderen Firmen und die wissen dann, auf welche Frage sie wie antworten sollen. Aber das Ganze macht eben Rockstar Games nicht selber. Also Dan Houser sitzt nicht in seinem Office und beantwortet den ganzen Tag Mails, wenn ihr da an den Support was schreibt. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Also es sind keine Entwickler, die da die E-Mails beantworten. Das heißt, das Ganze muss man nicht zu 100% ernst nehmen, aber es ist schon sehr wahrscheinlich, denn der Rockstar Games Support arbeitet schließlich auch für Rockstar Games. Das Ganze hat vermutlich 2 Gründe, warum die Peyote-Pflanzen rausgenommen wurden. Erstens, es war natürlich ein Event und ein Event ist meistens zeitlich begrenzt. Und zweitens, man hat ja pro Pflanze 5000 RP bekommen. Das ist so unglaublich viel, man konnte durch diese Peyote-Pflanzen so extrem leveln. Allerdings muss man auch sagen, dass das Spiel inzwischen 6 Jahre alt ist und inzwischen sollte eigentlich jeder über Level 120 sein. Und da bockt es eigentlich auch nicht wirklich mehr, ob du jetzt Level 300 bist oder 305. Also insofern ist das eigentlich relativ egal. Aber es kann ja sein, dass Rockstar Games gesagt hat, okay, die RPs sind einfach zu viel, hier kann man zu schnell leveln auf Dauer, deswegen müssen wir es auch rausnehmen. Keine Ahnung, kann sein. In dem Zuge haben wir auf jeden Fall einen sehr interessanten Kommentar im GTA-Forum gefunden, welcher danach von Text2 kommentiert wurde. Hier hat nämlich jemand geschrieben, glaubt jemand, dass das nächste Update das Hinzufügen von Tieren in GTA Online beinhaltet? Ist das Ganze ein neues Free Roam Ding mit einer Problembehandlung, damit die Tiere wieder reinkommen können? Und darauf hat Text2 ziemlich kalt geantwortet, nein.
Also Peyote-Pflanzen sind wohl das höchste der Gefühle, was Tiere in GTA Online angeht. Bevor wir nun zu unserem nächsten Thema kommen, möchte ich aber nochmal ganz, ganz schnell auf mein neues Gewinnspiel hinweisen. Ich konnte nämlich mit meinem Partner Instant Gaming ein weiteres Gewinnspiel verhandeln. Das bedeutet für euch, klickt einfach mal auf den Link in der Beschreibung, sucht euch ein Spiel oder ein Produkt eurer Wahl aus. Dabei ist es auch egal, ob es eine 75€ PSN-Card ist, ob es das neue Red Dead Redemption 2 ist oder irgendein anderes Spiel, vollkommen egal. Ihr könnt euch alles aussuchen, was Instant Gaming zu bieten hat, und das ist im Prinzip alles, was es so gibt. Und das könnt ihr dann eben gewinnen. Ich wünsche euch an der Stelle schon mal viel Glück. Ach so, und übrigens, ab Freitag gibt es das ganze Woche fette Black Friday Angebote bei Instant Gaming. Dort kriegt ihr Spiele noch günstiger, als sie jetzt eh schon sind. Und wenn ihr den Link in meiner Beschreibung nehmt, unterstützt ihr mich und erhaltet nochmal ein paar extra Prozent. Also nutzt den Link in meiner Beschreibung. Kommen wir jetzt auch nochmal zum nächsten Thema für dieses Video, und zwar wäre das: Was passiert morgen in GTA Online? Und zunächst einmal könnte morgen, und das habe ich jetzt seit 3 Wochen gesagt, der Guesser erscheinen. Ja, ich wiederhole mich immer wieder, aber es ist eben eine Möglichkeit, die passieren kann, und deswegen kommen wir auch nicht darum herum. Ich lehne mich jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich würde mal vermuten, dass morgen auch der Guesser erscheint, denn wenn sie den Guesser wirklich zum Strecken vom Content benutzt haben und das Update in 2 Wochen rauskommt, dann kam jetzt 2 Wochen nichts. Heute oder beziehungsweise am Donnerstag würde dann der Guesser erscheinen und dann 2 Wochen oder 1,5 Wochen wieder nichts, bis das Update kommt. Das wäre dann die optimale Länge in alle Richtungen sozusagen, um die Lücke zu füllen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Dass es einfach genau in der Mitte ist zwischen diesen beiden Ereignissen. Letztes Auto davor und eben Update. Also ich glaube, man kann sicher sagen, wenn der Guesser noch mit dem Casino DLC erscheint, dann vermutlich am Donnerstag. Aber ich lehne mich mal nicht zu weit aus dem Fenster, denn niemand weiß im Moment, was bei Rockstar Games abgeht. Die machen so komische Sachen. Deswegen, diese Information ist mit Vorsicht zu genießen. Außerdem werden wir noch neue Rabatte und doppelt Geld, doppelt RP-Missionen ins Spiel bekommen, so wie jede Woche. Und das neue Podiumsfahrzeug wird zu 99% der Hellfire sein. Im Coding gibt es nur noch 2 Podiumsfahrzeuge, das ist einmal der Hellfire und der Flash GT. Der Flash GT ist allerdings immer noch kaputt, da gibt es immer noch diesen Versicherungsbug, beim Hellfire nicht. Insofern würde ich mal davon ausgehen, dass der Hellfire morgen erscheint. Natürlich kann Rockstar Games auch durch einen Hotfix morgen den Flash GT reparieren und direkt aufs Podium setzen, wäre eine Möglichkeit, gehe ich aber nicht davon aus. Mit etwas Glück bekommen wir außerdem morgen noch erste Informationen zum Dezember-DLC, aber das bleibt im Moment abzuwarten. Sollte morgen ein Trailer erscheinen, dann gegen 17 Uhr, und dann werde ich dementsprechend natürlich auch eine Trailer-Analyse live im Livestream starten. Lasst einfach ein Abo da und ganz wichtig, Leute, aktiviert die Glocke, und zwar nicht auf manche Benachrichtigungen, sondern wirklich alle Benachrichtigungen, und dann bekommt ihr morgen auch eine Nachricht, sollte der Trailer rausgekommen sein. Und kommen wir jetzt auch noch zum letzten Thema für dieses Video, und zwar wäre das der Black Friday Sale in meinem Merch Shop. Nein, Spaß, aber da gibt es wirklich einen Sale. Das letzte Thema für heute sind neue Informationen zum Dezember DLC 2019. Und zwar hat ein Abonnent von mir, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, Grüße gehen auf jeden Fall raus, mir auf Instagram geschrieben, und da könnt ihr mir auch sehr gerne mal folgen und ein paar Nachrichten schreiben, ein paar liebe Nachrichten wohlgemerkt. Und zwar hat er mir Screenshots geschickt aus dem Chat, wie er mit Text2 geschrieben hat. Apropos, auf Twitter könnt ihr mir auch direkt mal folgen, ich mache einfach eine Liste in die Beschreibung, da folgt ihr mir überall, und dann ist das Ganze einfacher. Auf jeden Fall hat ihm da Text2 nochmal einige Informationen zum nächsten Update gegeben, und er hat mir eben freundlicherweise diese Screenshots zur Verfügung gestellt. Somit Grüße gehen nochmal raus, leider habe ich deinen Namen vergessen. Also, das erste, was Text2 hier schreibt, ist, dass das nächste DLC im Dezember erscheint. Okay, das ist jetzt erstmal nichts Neues. Zweitens schreibt er, dass es kein Polizei-DLC sein wird und dass er nicht weiß, was das Thema sein wird. Aber es wird ein anständiges DLC sein und nicht besonders klein, also ein relativ großes, gutes Update. Zum Polizeithema schreibt er: Ich denke nicht, dass Rockstar Polizei-DLCs plant. Die Chance liegt bei 1%. Aber es könnte ein Cops and Crooks DLC erscheinen, in welchem wir in einem Modus als Polizist spielen können. Allerdings werden wir niemals in der Open Lobby als Polizist arbeiten können. Ich glaube, mit dieser Aussage hat Text2 nicht nur meine Träume zerstört, sondern die auch von vielen von euch. Und das ist wirklich traurig. Seit Jahren erhoffen wir uns ein Polizei-DLC, wo wir Polizeiautos kaufen, tunen, fahren können und vielleicht sogar als Polizist arbeiten können. Und diese Träume sind anscheinend jetzt vorbei.
Das einzige Fahrzeug, welches wir im Moment kaufen können, was Blaulicht hat, ist der Wasserwerfer. Aber der ist halt irgendwie ziemlich unnötig und deswegen auch nicht so wirklich brauchbar. Nun gut, Leute, was sagt ihr zu den ganzen Themen? Was denkt ihr, erscheint morgen der Gesser? Ja oder nein? Und was sind eure Vermutungen, was das Dezember-DLC sein wird? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. An der stelle ich jetzt auch auf jeden Fall mal raus. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr das Video bis jetzt geschaut habt, und wenn ihr es bis jetzt geschaut habt, dann wird es euch gefallen haben, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, teilt das Video mit all euren Freunden, damit wir heute noch unser Ziel von 96.136 Abonnenten knacken, denn das ist genau die Zahl, die wir heute erreichen müssen, um nach Plan noch die 100.000 dieses Jahr zu erreichen. Das heißt, teilt das Video auf jeden Fall mit all euren Freunden und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall raus. Haut rein, bis bald und Peace. Cannot be for me.